darf ich Sie begrüßen, dass Sie heute von Laupheim und von Konstanz hier zu uns nach Stuttgart gekommen sind. Mein Name ist Ralf Kindervater für die Zuschauer. Ich bin Geschäftsführer der BioPro Baden-Württemberg. Wir beschäftigen uns mit der Förderung der Pharmaindustrie, der Biotech-Industrie, der Medizintechnik. Und wir haben mit dem Thema heute, wie können Pharmaunternehmen von Biotech-Unternehmen profitieren, haben wir uns heute eine Runde zusammengestellt aus zwei hochinnovativen Biotech-Unternehmen aus Baden-Württemberg. Einmal die Firma Celka, wie gesagt aus Laupheim, großer alter Bekannter. Und den weiterer guter Bekannter, der Herr Horlacher von der Firma Transam aus Konstanz. Wenn Sie, Herr de Witt, erstmal anfangen würden, wo kommt Celka her? Wo stehen Sie heute? Celka ist entstanden auch aus der Region, nämlich der Gründer, der Herr Dr. Kaili, hat früher bei der Firma Roche, nicht in der Region, aber nachher bei der Firma Böhringer-Ingelheim, sehr wohl in der Region gearbeitet. Und hatte da eine gewisse Frustration. Es gab kein gutes Plattform, um Proteine auf industriellem Maßstab zu produzieren. Mhm. Und er ist dann mit seinem Frust unter seinem Arm, hat er einen Businessplan geschrieben auf zwei Seiten A4 und ist dann direkt von der Firma Böhringer zum lokalen Bank, der Kreissparkasse Biberach, marschiert und hat gesagt, ich will meine eigene Firma gründen, ich will das perfekte Protein-Production-Plattform entwickeln. So ist die Firma Celka eigentlich entstanden. Der Kreissparkasse hat dann gesagt, gut, wir können der Business unterstützen, aber wir verstehen von Technologie nicht so viel. Also wir gehen zum Firma Rentschler, das war damals ein Kunde von der Kreissparkasse, und frage für die technische Expertise. Und dann hat die Firma Rentschler war so begeistert von der Idee von der Herr Kaili, dass nachher dann auch der Herr Kaili zusammen mit der Herr Rentschler und der Kreissparkasse dann die Firma gegründet hat. Ja. So, wo steht Celka heute? Am Anfang, wo Herr Kaili gestartet hat, war es ein Traum, heute ist Realität. Also er wollte das Proteinproduktionsplattform entwickeln, er hat es geschafft und wir haben es auch erfolgreich im Markt gesetzt. Also wir können heute sagen, dass die ganze Welt kommt nach Laupheim, um dieses Proteinproduktionsplattform dort einzukaufen. Und man kann sagen, das steht mit zwei sehr gesunden Beinen, komplett selbstständig, auf sehr gutem Weg. Mhm. Auf welcher Kernbasis ist denn Ihre Plattform aufgebaut? Also unsere Plattform ist aufgebaut auf das Workhorse von der Industrie, der Joe DG44, mhm. Kombiniert mit einem Vektor und ein selbstentwickeltes, komplett chemisch definiertes Zellkulturmedium. Diese drei Elemente zusammen, die so entwickelt sind, dass sie perfekt aufeinander abgestimmt sind, die gemeinsam bringen den Erfolg von dieser industriellen Proteinproduktionsplattform. Wie läuft so ein Projekt ab, so typisch? Also das erste Projekt lief ganz schwierig ab. Da musste man drei Meetings machen und viermal hin und her telefonieren und sehr lange verhandeln. Das erste Vertrag hat ungefähr ein Jahr gedauert, um fertig zu verhandeln. Heute geht es so, dass die Leute ein E-Mail schreiben, dass sie von gehört haben, von Dritten, dass wir einen guten Job gemacht haben. Ich schicke denen einen Vertrag, die unterschreiben, scanne es ein, schicke es zurück, ich unterschreibe. Mhm. Zwei Tage später kommt die Sequenz und wir starten den Auftrag. Und sechs Monate später schicken wir die fertige Zelllinie zurück zum Kunden. Mhm. Also eine recht einfache, relativ simple Vorgang. Aber die Analytik sozusagen, dass die Substanz, die der Kunde gerne in ihrer Zelllinie haben möchte, dass die auch dann entsprechend gebildet wird und dass die Ausbeuten jetzt vielversprechend sind, die Analytik müssen Sie doch dann auch etablieren. Oder schicken Sie den Überstand sozusagen zum Kunden also und der macht die Analytik? Wir können beides. Also okay. Wir sind fokussiert auf die Upstream-Process-Technologie. Mhm. Das heißt, wir können viele quantitative Aussagen machen, aber sehr wenig qualitative Aussagen. Mhm. Also für detaillierte qualitative Aussagen verlassen wir uns unseren Partner Rentschler. Mhm. Oder auswärtiger Labor oder die Laborfähigkeit von der Bühne. Mhm. Korrekt. Wie stellen Sie das denn eigentlich sicher, dass diese Stabilitätsanforderung, die der Prozess eigentlich braucht, dass der dann auch gefunden wird? Also es ist natürlich so, dass man stellt das sicher durch, erstens, man baut in-house ein Quality-Management-System auf. Ja. Das stellt sicher, das legt Mindestanforderungen auf für Dokumentation, Abläufe, welche Guidelines zu erfüllen sind. Ja. Und das formt die Basis für alles weiter. Ja. Und natürlich mit jeder Kundeninteraktion
lernt man wieder etwas dazu. Unsere Dokumentation wird immer, muss lückenlos sein, wie ich schon gesagt habe. Und es wird auch jeder Kunde zur Durchsicht angeboten, jeder Kunde reviewt das auch, jeder Kunde gibt Feedback, was er gut findet, was er vielleicht noch gerne sehen möchte. Und so eine Dokumentation wächst dann auch über die Jahre auf, bis es richtig so an einen Standard hinauskommt, wo man sagen kann, das ist ein Industriestandard. Am Anfang, sagen wir mal, gab es viele Fragen, das Anzahl Fragen nimmt ab, aber es ist eine ständige Entwicklung. Die Standard der Dokumentation ist auch etwas, was ständig steigt. Wir sehen auch, dass auch die Erwartungen der Industrie, die die Industrie hat, also ein Zulieferer wie Selka, stetig wachsen. Und auch das passiert eigentlich in einem gleitenden Dialog von Projekt zu Projekt, von Auftrag zu Auftrag. Sieht man, wie langsam so die Erwartungen steigen. Und mit diesen steigenden Erwartungen, ist auch positiv, wenn man sie dann erfüllt, wird man wieder attraktiv für das nächste Segment in der Kundenmarkt. Also, wo wir am Anfang nur mit ganz kleinen Firmen, viele deutsche und Lokalfirmen gearbeitet habe. Heute kommen Firmen aus der Westküste, USA, große Pharmafirmen, wirklich riesig große Firmen, kommen nach Lauchheim, machen ein Audit und stellen dann fest, dass der Standard von der Erwartung, wie sie von der Westküste aus mitbringen, hier in Lauchheim auch erfüllt wird. Und da kann man so sagen, so ein System wächst zusammen mit dem Kunden. Also kommt so ein Kunde, bezogen auf so ein Projekt, auch späterhin nochmal auf Sie zu und sagt, also können wir jetzt hier nicht noch ein paar Gramm pro Liter mehr, Gramm oder Kilogramm, was man mehr rausholt, ist ja bares Geld. Wie würden Sie, haben Sie solche Kundenwünsche auch? Die Kundenwünsche würde so am Anfang erfüllt. Also Sie fahren da gleich auf volle Ausbeute? 95% von allen Zellen, die wir bis jetzt gemacht haben, machen 3 Gramm pro Liter oder mehr. Okay. Das erfüllt, was ich sagen würde, die Mindestindustrieanforderungen. Systeme gibt es noch nicht mal so viele auf der Welt. Das heißt, die meisten Kunden sind jetzt noch sehr gut bedient. Viele Kunden, wir bedienen diese Kunden seit ungefähr 2012 sehr regelmäßig auf dem Markt. Das heißt, die meisten von unseren Kunden sind jetzt die Phase 1 durch. Das heißt, Behörden haben die Dokumente gesehen, alles ist in Ordnung. Sie sind jetzt Phase 1, sie werden jetzt Phase 2. Und tatsächlich sehen wir jetzt noch Kunden, die dann zukommen und sagen, sie hatten jetzt ein 3 Gramm pro Liter Zellenlinie gemacht, können sie das noch weiter optimieren Richtung 5, 6, 7 Gramm pro Liter. Es gibt natürlich auch schon jetzt Kunden, die ein bisschen mehr Glück haben und denen können wir schon heute ein 5 Gramm pro Liter Zellenlinie bringen. Ja. Damit haben wir eigentlich schon die Erwartungen übererfüllt. Also wir bieten es an, aber eigentlich, wenn wir unseren Job richtig machen, ist es rein vom Anfang an schon eigentlich richtig gut gesetzt, ist der Standard recht gut. Dann braucht es im ersten Beginn erstmal keine weitere Optimierung. Ja, ich weiß jetzt aus der Proteinchemie, das ist auch immer, wenn es um Glykosylierungsmuster und um andere Parameter geht, dass man nicht mit einer Linie alles erschlagen kann. Oder da würde ich gerne mit Ihnen nochmal drüber reden, wie sozusagen jetzt dieses Szenario ist, ob Sie jetzt neben der Kundenbearbeitung auch noch an weiteren Systemen arbeiten, um das Portfolio zu erweitern. Also ich habe Ihnen, wo ich angefangen habe bei Selka, habe ich das auch, war ich auch von dieser Meinung, dass das unterschiedliche Systeme brauchen, unterschiedliche Qualitätsprofile für Biosimilars zu bauen. Wir haben festgestellt, das stimmt nicht. Okay, das ist spannend. Man kann das mit einem DG44 auch andere Profile abbilden, ohne weiteres. Vielleicht nicht 100% aller Profile, aber sagen wir mal 80% der Profile, also bei einem Similar Molekül, können wir mit unseres DG44 Molekül Joe komplett nachbauen. Wir haben jetzt 25% von allen Aufträgen, die wir im Moment haben, sind bei Similar Aufträge. Und wir sind durchaus erfolgreich, ob das jetzt ein Originator ist von NS0 oder SP20 oder Joe. Wir bauen da sehr gute Biosimilar-Projekte und wir kümmern mit der Qualität recht nah dran. Das Geheimnis, wie schaffen wir das, ist recht früh schon auf Pool-Ebene mitzuscreenen, was ist dann eigentlich die Qualität? Wie sieht die Qualitätsparameterverteilung aus? Wie sieht die Glykosylierung von den Pools aus? Man kann schon auf Pool-Ebene einen enormen Unterschied feststellen. Und wenn man dann im Prinzip so ein Quality by Design macht, wo man nur damit diese Pools weiterarbeitet, die ein vielversprechendes Profil aufweisen, da dann die Klone ausisoliert und dann nochmal auch hier wieder ein breites Spektrum von Klone anschaut und sich dann die richtige rauspickt, dann ist man meistens schon bei 90-95% Erfüllung des Profils schon dran. Man kann dann noch mit dem letzten Schliff, und hier kommt dann eine Plattform zu tragen, wo man, durch das wir das Medium selber entwickelt haben, auch in der Medium Composition noch Optimierung machen können,
die letzte schläft um 100% Comparability erreichen wir dann. Mhm. Also bis heute haben wir das immer eigentlich geschafft. Unsere das allererste Projekt, was wir gemacht haben, war auch ein Biosimilar. Mhm. Das ist heute bei einer der allergrößten Pharmafirmen in den USA, wartet auf die Marktzulassung. Die Marktzulassung wird in Mitte des Jahres stattfinden. Und nur so als Beweis, dass es durchaus möglich ist, mit so einer Plattform ist eigentlich versatiler, als man am Anfang gedacht hat. Ja, wie ist das Geschäftsmodell? Wir bauen Zelllinie, wir entwickeln keine Produkte. Das heißt, wir müssen auch nicht beteiligt sein an der Erfolg von dem Produkt. Also oder am für uns Risiko. Ist es, oder am, also wir sind beteiligt am Risiko der Entwicklung. Okay. Also sind unsere Preisstruktur gestaltet. Wir haben schon ein Preismodell, wo wir erst wenn wichtige kritische Hürde genommen werde für die weitere Entwicklung im Produkt, dass dann ein Teil vom Geld fließt. Aber es ist, nachdem die Zulassung stattgefunden hat, sind wir nicht mehr involviert. Wir nehmen keine Royalties. Wir sind am Ende des Tages kein Pharmaunternehmen. Mhm. Die Anspruch habe ich auch nicht. Unsere Kunde ist zufrieden, wenn er mit das Ding produzieren kann. Mhm. Das reicht für uns. Für uns ist viel wichtiger, mit ihm zusammen das nächste Projekt zu entwickeln, statt dass wir von einem Projekt dann einmal ein Projekt machen und nie wieder arbeiten müssen. Das ist sicherlich unser Modell. Wie gesagt, wir setzen auf langjährige Zusammenarbeit, wie möglichst viele Projekte mit diesen Leuten zusammen machen und haben entsprechend auch ein Finanzmodell entwickelt, das für den Kunde auch dann attraktiv ist. Und wenn ich jetzt mal die Wunschfee wäre und könnte sagen, was könnten wir denn jetzt in Baden-Württemberg und überhaupt für Sie jetzt, einmal bei Ihnen und einmal bei Ihnen, noch besser machen? So, wenn Sie der Wunschfee wäre, dann wünschte ich mir ein Starbucks in Laupheim. Ein Starbucks? Ja. Ich wünsche mir, was ich damit meine, ist, als erstes mag ich den Kaffee. Wichtig ist die internationale Attraktivität. Okay. Zu erhöhen oder wenigstens die Sichtbarkeit von, dass die Region hat durchaus etwas einiges zu bieten, gute Lebensqualität, vieles spannende Sache. Meine Kundschaft kommt aber aus überall der Welt. Ja. Und ich möchte gerne auch für internationale Mitarbeiter attraktiv darstellen. Und ich kann das innerhalb der Firma kann ich das anbieten, aber es wird wahnsinnig helfen, wenn es sich in der Außenwelt herum auch eine Entwicklung geben würde, die etwas mehr auf Internationalisierung hinausgeht. Ja, damit auch Leute von aus der Welt sich in die Region zu Hause fühlen, mehr zu Hause fühlen würden. Also für mich ist das Starbucks so ein Bild. Ich weiß selber, wenn ich auf Reise gehe, ich bin dann mal in Hongkong oder in Japan, dann überlebe ich in Starbucks. Also irgendwo ist das dann mir alles zu viel. So und dann habe ich so eine App und dann weiß ich, jetzt kann ich da meinen Kaffee holen, einen Bagel essen und dann kann ich wieder einen Tag in den Fremden rumlaufen. Deswegen etwas, was helfen würde, die Leute aus all der Welt hier mehr in dieser Region noch mehr zu Hause zu fühlen, das würde helfen für Attraktivität. Eine der Faktoren, die uns fehlt, also die besser sein, es würde mehr Leute anziehen, sowohl Mitarbeiter, aber auch als Kunde. Und es würde die ganze Region noch ein bisschen mehr ansehen. Auch eine Rolle der BioPro, dass wir so Standortbedingungen, Verbesserungspotenziale einfach mal aufnehmen, einfach mal abfragen und wie gesagt, nehmen wir auf und gucken mal, wann ich dann mit meinem Zauberstab kommen kann und sage, erster Starbucks. Entsprechenden Lauf haben wir gegründet. Ich bin gespannt. Ja, okay, dann darf ich mich bei Ihnen bedanken. Ich fand es ein tolles und spannendes Gespräch in der Spontanität des Hierseins bei diesem Experiment auf der Vision Pharma. Und wir hoffen, dass das auch eine Blüte ist. Das könnte ich mir wünschen, sozusagen, dass das hier auch noch wächst und dass wir dann am Standort Stuttgart auch in Zukunft eine richtig knackige Pharma-Ausstellung haben. Gut, dann vielen Dank. Herzlichen Dank.